Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass das Wasser, was du täglich trinkst, Einfluss auf deine Emotionen hat? Dass in der Regel jedes Wasser mit destruktiven Schwingungen belastet ist? In diesem Video zeige ich euch eine einfache und wirkungsvolle Technik, wie ihr normales Leitungswasser in Heilwasser umwandeln könnt. Ihr braucht dafür nur euer Bewusstsein und ein Mantra, das ich euch gebe. Unser Trinkwasser ist inzwischen nicht nur mit allen möglichen physischen Giften verseucht. Hinzu kommen die elektromagnetischen Schwingungen durch G4, G5, WLAN, Funkmasten, Handys und so weiter. Du weißt vielleicht, dass Wasser all diese Frequenzen aufnimmt. Interessant ist, dass nur krankmachende und das Bewusstsein unterdrückende Frequenzen genutzt werden. Weil es könnten genauso heilende, unterstützende Frequenzen eingesetzt werden. Zufall oder eher ein Geschäftsmodell, damit Krankheit bekanntlich jährlich Milliarden verdient werden. Und obendrein werden die Menschen noch beschäftigt, damit sie ja nicht auf die Idee kommen, eine bessere Welt zu erschaffen. So, eine einfache Möglichkeit, wie ihr die Struktur eures Wassers positiv verändern könnt, sodass es eine heilende Wirkung für euch hat, ist folgende. Erinnert ihr euch, was ist die verborgene Energie im Wasserelement? Es ist eine weibliche Energie. Es ist die Energie der göttlichen Mutter. Unvorstellbare Heil- und Schöpferkraft ist im Wasser verborgen. So, wie kannst du in einer Minute aus normalem Leitungswasser Heilwasser machen? Und das in nur 60 Sekunden. Schritt 1. Halte ein Glas mit Wasser und verbinde dich mit der göttlichen Mutter. Oder einfach mit der göttlichen Energie, die im Wasser verborgen ist. Setze die Absicht, dein Wasser jetzt mit den höchsten heilenden Schwingungen aufzuladen, die du jetzt für deine Gesundheit benötigst. Schritt 2. Während du das Glas hältst, chante für 1 bis 2 Minuten das Mantra Om Namah Shivaya. Mache es am besten innerlich und das ist noch kraftvoller, als wenn du es laut chantest. Du brauchst keine Melodie dafür, du kannst einfach innerlich sagen Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. So, dieses Mantra bringt die 5 Elemente ins Gleichgewicht und du kannst es eben auch zum Aufladen deines Trinkwassers nutzen. Schritt 3. Genieße dein Wasser. Trinke es ganz bewusst und stell dir vor, dass alle deine Zellen genährt werden, Heilung erfahren, dass sie energetisch aufgeladen werden. Und das war's. Mache dies jedes Mal, wenn du Wasser trinken willst. Und schau, dass du täglich zumindest 4 bis 5 Mal ein Glas reines Wasser zu dir nimmst. Und wenn du Leitungswasser nutzt, empfehlen wir dir trotzdem, dieses Wasser zu filtern. So, der wunderbare Nebeneffekt ist, du trainierst dadurch deine göttliche Anbindung nach oben und du stärkst dadurch auch deine Verbindung zu deiner Seele. Zum Abschluss noch ein Zitat von Swami. Wer das Wassermantra kennt und damit einmal seinen Körper gereinigt hat, kann jedes Mal, wenn er Wasser trinkt, in nur einer Minute das gesamte Wassersystem seines Körpers mit höchsten Heilschwingungen aufladen. Ihr könnt jedes Wasser zu heiligem Wasser machen. Dann könnt ihr es trinken und somit wird das heilige Wasser zu einem Teil von euch. Swami bezieht sich dabei auf das Wassermantra, das Teil des 5-Elemente-Prozesses ist. Und diese Mantren sind unglaublich kraftvoll. Damit sie ihre volle Wirkung erzielen, ist es allerdings notwendig, dass ihr jedes Element in euch für 41 Tage reinigt und aufladet. So, das ist immens kraftvoll, erfordert allerdings ein wenig Disziplin. Und werdet für den Rest eures Lebens so viel an Zeit einsparen, eure Gesundheit, euch Gesundheit bringen, euch mehr Leistungsfähigkeit bringen, dass es sich allemal lohnt. Allein nur, was das Wasserelement anbelangt. Ein ausführliches Video zum Thema Heilwasser herstellen und mehr verlinke ich euch oben rechts, in dem ich auch die Tests beschreibe mit Screenshots, welche Wirkung dieses Heilwasser hat. Und ihr findet dort auch viele weitere praktische Tipps, wie ihr Wasser für euch nutzen könnt. Morgen kommt dann der letzte Tipp zum Wasserelement und dann kommen wir zum Luftelement, zur Meisterung des Verstandes. Wer das Luftelement gemeistert hat, ist ein Meister.